Die blaue Couch, eine spannende Veranstaltungsreihe der Aquapräsen Swiss AG, fand zum ersten Mal im Shop in Bludenz statt. Prominente und interessante Gäste nehmen hier auf der Couch Platz und sprechen über ihr Leben und ihre Gedanken. Dieses Mal durfte sich Elke Capillari mit Skistar Anita Wachter unterhalten. Egal ob ganz private Themen oder auch die aktuell laufenden Olympischen Spiele in Südkorea. Die sympathische Montafonerin hatte für jede Frage eine passende Antwort. Ja, es ist eigentlich sehr, sehr gut für mich, muss ich sagen, ganz gemütlich. Also mit der Elke, das ist ganz locker abgelaufen und ja, eine Gaudi. Aquapräsen, wir haben es vorher auch gehört, ist ja sonst wirklich eigentlich im kosmetischen, naturkosmetischen Bereich. Ist das auch ein Thema, wo du dich damit beschäftigst oder ist das jetzt eher so, dass du eigentlich durch Zufall jetzt da dazugekommen bist? Ja, ich glaube, mit Natur und Gesundheit beschäftigt man sich sowieso im Moment oder halt die ganze Gesellschaft, glaube ich, man möchte gesund leben, man möchte der Kinder was Gesundes bieten und dadurch bin ich eigentlich auch zu Aquapräsen gekommen und habe jetzt so mittlerweile die Produkte probieren dürfen. Ja, es ist cool, muss ich sagen und ja, schön, dass ich heute sein und dürfen. Derzeit ja auch die Olympischen Spiele, denke ich, sicher noch ein Thema bei euch in der Familie, dadurch natürlich, dass der Rainer noch so direkt damit beteiligt ist, aber du verfolgst auch jetzt noch die Spiele. Ja klar, also ich schaue eigentlich jedes Rennen, ich stelle mir den Wecker in der Nacht und es ist immer noch interessant für mich. Ich fiebere immer noch mit, natürlich jetzt mit dem Rainer, mit seinen Athleten und ja, da sind wir eigentlich, oder ich bin jetzt eigentlich durch den Rainer schon noch mittendrin. Für die Aquapräsen Swiss AG ist die blaue Couch ein spannendes Format, das Thema Naturkosmetik auch ganzheitlich zu betrachten. Eigentlich machen wir ja Naturkosmetik und das in der Schweiz auf der Basis vom aktivierten Wasser. Und aktiviertes Wasser kann ja nachweislich Pilze, Viren und Bakterien auf der Haut neutralisieren und agiert so wie ein natürliches Antibiotika ohne dessen Nebenwirkungen. Und da sind wir immer weit in die ganzheitliche Materie gekommen, was natürliche Sachen alles Gutes machen könnten für den Menschen. Und da war es uns dann ein Anliegen, eine Plattform auf die Beine zu stellen, wo man eben auch mal andere Meinungen, andere Lösungsansätze präsentieren. Und wie gesagt, wir haben schon ganz interessante Gäste gehabt im Bereich Gesundheit und auch Politik. Und für Elke Capillari sind die Gespräche immer wieder aufs Neue etwas Besonderes. Ja, also ich muss sagen, für mich persönlich ist es sehr, sehr spannend und lehrreich auch, also was ich schon gelernt habe und gehört habe, mit solchen Persönlichkeiten auf der Couch zu sitzen und im Endeffekt merkt man, es sind alles nur Personen wie du und ich und die meisten sind sehr sympathisch. Die Gäste des Abends nutzten dann auch noch die Gelegenheit, sich mit Anita Wachter noch ganz persönlich zu unterhalten. Sehr gut hat es mir gefallen. Also ich bin überhaupt nicht was sportlich so anbelangt, aber sie ist sehr eine sympathische Frau, kommt sehr authentisch über, also mal Hut abfahren. Die blaue Couch bei Aquapräsen in Bludenz war wieder ein interessanter und auch lehrreicher Abend.